So, hallo, hier ist der Bärbel. Heute Mittag gibt es bei mir Pflaumenknödel. Dazu brauche ich selbstverständlich einen Hefeteig. Ich habe hier schon meinen Hefeteig etwas angesetzt. Ringsherum etwas Mehl in die Schüssel. Etwas Milch warm machen, da drinnen ein Päckchen Hefe zerbröseln, mit dem Rührbesen durch die Hefe verrühren. Schmeiße alles zusammen vorsichtig in mein Mehl rein. Und jetzt warte ich, dass meine Hefe aufgeht. Langsam geht sie auf, das habe ich schon vor einer halben Stunde gemacht. Die muss aber noch eine halbe Stunde gehen. Weiter brauche ich, um meine Pflaumenknödel zu machen, werde ich jetzt Zwieback reiben. Diese kommen selbstverständlich auf meinen Pflaumenknödel drauf. Ich habe die Pflaumen gestern schon entkernt, also ist das schon mal fertig. Und dann gibt es heute noch Pflaumenkuchen und dazu brauche ich auch wieder Hefeteig. So, hallo, ist der Bärbel. Ich möchte euch heute mal zeigen, wie man ganz schnell einen Hefeteig machen kann. Ganz schnell ist zwar ein bisschen übertrieben, er muss ja mehrfach gehen. Also den gekauften mag ich nicht. Ist ja meistens Enzyme und so weiter drin. So, ich habe ein halbes Stück Butter jetzt hier in meiner Mikrowelle zerlaufen lassen. Im Moment ist es zwar noch ein bisschen zu warm, aber es macht nichts. Ich kann ja jetzt erst einmal den Zucker, ich mache alles frei Schnauze, zu viele Jahre mache ich das jetzt schon, abmessen tue ich eigentlich gar nicht mehr. Ich werde erstmal die Butter, zerlassene Butter und den Zucker zerrühren, damit rühren. In diese Butter-Zuckermasse kommen jetzt zwei Eier rein, zwei frische. Ich nehme mal ganze Eier, so wie sie sind. Aber seid vorsichtig, immer erst gucken, ob sie auch wirklich in Ordnung sind. Ich habe aber heute sehr kleine Eier, also nehmen wir mal lieber drei. Aber bitte ohne Eierschale. Naja. Jetzt habe ich die Eierschale in meinem Teig drin. Ach, hier ist sie wieder rausgekriegt. So. So. So, das war schön. Auch mit dem Schneebesen tut man das schön verreiben. In diese Masse kommt jetzt mein angesetzte Hefe. Also Hefe in die Schüssel geben. Milch etwas warm machen, nicht zu heiß. Das geht, nehme ich die Hefe, das tut die nicht aufarbeiten. So, die ist bis jetzt schön gegangen. Die kommt jetzt auch hier rein in die Masse. Und dann wird alles schön drunter gerieben und mindestens eine 45 Minuten stehen lassen. Ich nehme immer große Plastikschüsseln, weil ich dann auch einen Deckel dazu habe und kann den Deckel drauf machen. Das lässt sich immer besser machen als wie andersrum. So. So, ich werde noch ein bisschen meinen Teig runtermischen. Ich werde halt wieder mal einen Mix machen, aber ich habe so viele verschiedene Teige da, die müssen mal alle gemacht werden. Aber es sind im Grunde Weizenteige. Ich habe aber auch noch einen. Ich sollte es nicht rein. Dinkelmehl da. So.
So, der Teig ist etwas verknetet. Das darf jetzt ungefähr 45 Minuten aufgehen. Ich werde gleich einen Deckel drauf machen. Und dann nehme ich weiter auf. So, für meinen Flammenkuchen habe ich die Backform eingefettet mit Margarine. Und werde jetzt meinen Hefeteig drauf ausrollen.